Herzlich willkommen, liebe Fische, zu eurer Tarotkartenlegung für die 42. Kalenderwoche, der Woche, die am 16. Oktober beginnt und bis zum 22. Oktober geht. Wir haben in dieser Zeit zunehmenden Mond. Und liebe Fische, ich bin schon sehr gespannt, wie eure Woche werden wird und mit welchen Energien eure Woche einhergeht. Wir schauen mal, was die Karten uns zu deiner Woche sagen werden. Schauen wir einfach mal. Ich werde erstmal zunächst eine erste einleitende Karte mit den Wandering Star Tarot legen. Und was haben wir hier? Die Welt. Ein schönes Gefühl, ein angenehmes Gefühl von sich angekommen fühlen könnte dich in dieser Woche begleiten. Etwas in deinem Leben kommt zu einem Ende, kommt zu einem Abschluss. Vielleicht ein Projekt oder eine Lebensphase. Und dieser Abschluss ist sehr erfolgsversprechend, ne? Es könnte zu einer Gewinnausschüttung kommen oder auf jeden Fall zu einem tiefen Gefühl von Zufriedenheit, weil etwas jetzt sich vollständig anfühlt und, und du auch in dieser Energie dich vollständig angekommen fühlen könntest. Es könnte zum Beispiel auch sein, dass innerhalb einer Beziehung, wenn du gerade in einer Kennenlernphase warst oder wenn ihr auch schon länger zusammen seid, dass ihr, und jedenfalls aus deiner Perspektive, eine gewisse Phase jetzt auch abgeschlossen habt und zusammen in die nächste Phase treten könnt. Eine Vertiefung der Beziehung wäre die Folge, ne? Dass man mehr Verständnis füreinander aufbaut, sich besser kennenlernt und ja, sich auf einer tieferen Ebene miteinander verbindet. Es könnte auch sein, dass sich eine Versöhnung einstellt, ne? Dass du plötzlich, also, dass sich ein wichtiges Gespräch mit einer Person ergibt, mit der es Differenzen gab und du plötzlich, ja, das volle Bild dieser Problematik erkennst durch dieses Gespräch mit dieser Person zusammen und dass man so voneinander ein tieferes Verständnis bekommt und eine neue Phase in dieser Freundschaft damit einleiten kann. Auf jeden Fall haben wir es hier mit einer sehr schönen Grundenergie zu tun. Und wir schauen mal weiter, was die weiteren Karten uns sagen. Und da verwende ich für die Hauptlegung wie immer das Crowley Tarot. Und dann verwende ich auch noch das keltische Tarot als Ergänzung. So. Und zum Abschluss, abschließend, brauchen wir noch eine Karte von der Mondenergie. Okay, da wären wir und wir können anfangen. Okay, was haben wir hier? Ach ja, schön. Schön. Interessant vor allem, denn ich habe hier von etwas gesprochen, was beendet worden ist. Und zack, ergeben sich neue Perspektiven. Ne? Vielleicht bekommst du hier wirklich eine neue Jobmöglichkeit. Oder es ergibt sich irgendwie ein neuer Plan, eine neue Aussicht, eine neue Möglichkeit auf jeden Fall. Eine neue Möglichkeit, mehr Stabilität, mehr Geld und neue Einnahmequellen zu generieren. Oder dir eine Situation zu verschaffen, die dir auch mehr emotionale Geborgenheit und Sicherheit in Zukunft schenken wird. Du hast also viele neue Optionen, ne? Und das wird sich im Laufe der Woche noch verstärken. Alle Optionen anscheinend oder überhaupt die Grundsituation, in der du dich befindest, wird es wahrscheinlich notwendig machen, dass du umfangreiche Veränderungen an deinem Leben vornimmst. Vielleicht in Bezug auf die Lebensführung, aber vielleicht, also es ist, könnte halt wirklich etwas Einschneidendes sein.
zum Beispiel auch einen Jobwechsel oder einen Wohnungswechsel oder einen Wohnortwechsel. Man verändert etwas an der Umgebung, an der Gestaltung, an der Grundstruktur und das kann doch recht plötzlich geschehen. Und auf impulsiven Entscheidungen deinerseits basieren. Es könnte halt auch sein, dass sich noch Neuigkeiten für dich ergeben, die nochmal ja eine Reaktion von dir notwendig machen, wodurch du einfach ja schnell auf etwas reagieren musst. Aber es hat viel Potenzial, ne? Also muss man schon sagen. Ich denke, also der Turm ist manchmal etwas schwierig und kann auch ja, mit einem gewissen Kollateralschaden einhergehen. Es ist ein bisschen schade, was dabei auf der Strecke bleibt, sagen wir mal so, ne? Etwas muss man vielleicht auch loslassen, was einem persönlich sehr wichtig war. Aber sobald diese Änderung vollzogen ist und man im Neuen ist, könnte man sich auch sehr erleichtert fühlen, ne? Über diese Entwicklung und sich auf eine Art auch befreien. Es könnte halt wirklich auch einiges Potenzial in dir freilassen, lieber Fisch. Und dir neue Kraft schenken, besonders dauerhaft gesehen. In der letzten Zeit warst du eher zurückgezogen, eher in dich gekehrt. Vielleicht hast du sogar wirklich so Askese vollzogen, ne? Vielleicht sogar gefastet, oder auf etwas verzichtet in der letzten Zeit, was dir aber nicht schwer gefallen ist dann, denn du hast vielleicht diese Freiheit von der materiellen Welt, ne? Von der Weltlichkeit auch ein wenig genossen und dich da drin auch sehr gut, sehr wohl gefühlt, ne? Das auch genossen, diese Einsamkeit, das Alleinesein, das für dich sein. Die Stille, die damit auch einhergeht. Und ich erkenne auf jeden Fall, dass du auf diese Weise auch einige wertvolle Erkenntnisse gesammelt hast und wertvolle Einblicke bekommen hast, dass sich dadurch für dich etwas aufgeklärt hat, ne? Etwas erhellt hat. Was womöglich jetzt auch hier zu einer gewissen Entschlossenheit führt, deinen Lebenswandel oder deine Lebensumgebung zu verändern für diese ganzen neuen Möglichkeiten, die vor dir liegen. Und das wird schon interessant diese Woche, denn es kommen auch neue Nachrichten rein, kommt womöglich auch Kommunikation rein. Vielleicht bekommst du irgendwie eine Nachricht, vielleicht über Social Media oder andere Kanäle. Auf jeden Fall sehe ich hier einen gewissen Trubel um dich herum. Viel Kommunikation, welches auch das Potenzial hat, dir neue Einsichten zu eröffnen und dich auch ja, auf neue Ideen zu bringen. Diese Karte kann auch mit Geistesblitzen einhergehen, dass einem plötzlich etwas klar wird, dass man auch wichtige Informationen bekommt, auf die man womöglich auch schon länger gewartet hat, ne? Also diese Karte heißt nicht umsonst Schnelligkeit, ne? Es ist eine schnelle, vielleicht manchmal etwas oberflächliche Kommunikation, die da auf dich zukommt. Und das kann dir ein bisschen Abwechslung verschaffen und ist voller Trubel. Ist auf jeden Fall auch anregend für deinen Intellekt. Ja, du bist womöglich gerade dabei, viele Informationen zu sammeln, viele Ideen aufzunehmen, denn du bereitest gerade einen wichtigen Schritt in deinem Leben vor. Es geht vorwärts und jetzt brauchst du nur noch die Entscheidung, in welche konkrete Richtung es geht. Du hast viele Möglichkeiten und ein neuer Weg liegt vor dir. Ich sehe hier vor allem etwas Berufliches oder etwas, was deinen Alltag betrifft, ne? Dein Alltag innerhalb der Familie oder Partnerschaft. Es ist irgendwie etwas sehr Konkretes. Und es kündigt sich hier schon eine Veränderung an. Und diese kommende Veränderung wartet jetzt nur noch auf eine konkrete Entscheidung von dir. Aber du solltest dich diesbezüglich nicht unter Druck setzen, sondern abwarten. Du wirst es irgendwann ganz genau wissen. Ne? Also da kommt wirklich so ein Geistesblitz auf dich zu und dann weißt du, was du willst. Und
Solange das noch nicht der Fall ist, würde ich an deiner Stelle erstmal noch weiter ganz viele Ideen sammeln und mehr so auf Quantität setzen, ne? Je mehr Ideen, desto besser. Du wirst irgendwann wissen, welche Idee du verfolgen möchtest. Und sobald du das weißt, kann es sehr rasant nach vorne gehen, ne? Aber im Moment bist du quasi in einer Vorbereitungsphase für einen wichtigen neuen Weg vor dir. Dieser neue Weg könnte auch wirklich eine längere Reise sein. Vielleicht planst du hier wirklich eine längere Reise, einen längeren Auslandsaufenthalt oder wirklich einen Ortswechsel. Es ist hier nicht irgendeine Reise mit gemeint. Es wäre schon etwas, was dich auch sehr stark verändert und herausfordert. Das ist schon spannend. Aber zunächst einmal geht es auch viel darum, den Alltag zu bestreiten. Und ich sehe in dieser Woche, dass dir das auf jeden Fall nicht schwerfallen wird und dass du auf Unterstützung von außen rechnen kannst, dass du hier auf der Arbeit als auch im Privatleben gut mit den Menschen harmonisierst, gut mit den Menschen zusammenarbeitest. Und das alles wie von selbst läuft, ne? Alles läuft am Schnürchen und alles, was du in dieser Woche geplant hast, wird sehr gut laufen. Und diese Leichtigkeit, diese Einfachheit, die einfach auch durch diese tolle Teamarbeit, durch die Harmonie mit den anderen Menschen zustande kommt, ja, das macht im Moment viel mit dir. Das verändert dich auch ein wenig. Du veränderst dich dadurch ein wenig, ja. Du wandelst dich, deine Einstellung, deine Sichtweise, deine Lebenseinstellung. Und auf eine Art ist das auch ein Selbstverwirklichungsprozess, ne? Dass du hier dadurch authentischer und freier agieren kannst und gleichzeitig sehr produktiv bist da drin. Mehr Selbstbewusstsein, ne? Sieht man hier auf jeden Fall, was entstehen kann. Einfach auch so eine gewisse Selbstzufriedenheit, ne? Dass man einfach ja mit sich selbst im Einklang agiert. Hier zeigt sich eine Hofkarte und diese Hofkarte könnte eine andere Person in deinem Leben sein oder auf dich selbst verweisen. Das kommt so ein bisschen drauf an. Der Prinz der Stäbe ist eigentlich eine Feuerperson und du bist ja ein Wasserzeichen. Feuerperson wären Schütze, Widder, Löwe. Aber natürlich kann diese Person auch ein anderes Sternzeichen haben und dann aus deiner Perspektive besonders viel Feuer mitbringen. Natürlich könnte es auch genauso gut sein, dass hier deine aktuelle Feuerenergie mit gemeint ist, die du vielleicht mehr als sonst zeigst. Der Prinz der Stäbe ist meistens eine eher unerfahrene Person, eine junge Person, kann zum Beispiel, wenn du einen Sohn oder eine Tochter hast, auch darauf verweisen. Also, dass deine Tochter oder dein Sohn hier mit dieser Karte dargestellt sind. Dann wäre es so, dass deine Kinder, und das ist natürlich völlig verständlich und sinnvoll und wichtig, natürlich ein wichtiger Antrieb in dieser Angelegenheit für dich sind. Und dass du das, was du hier überlegst, was du dir tust und veränderst, auch in Berücksichtigung deiner Kinder tust, ne? Was natürlich auch wichtig und sinnvoll und richtig ist. Der Prinz der Stäbe kann aber auch, ihr könntet auch in einer anderen Verbindung zueinander stehen, es könnte freundschaftlich sein, könnte auch auf der Arbeit sein oder sogar romantisch. Dann hast du es eher mit so einem Draufgänger zu tun, ne? Jemand, der das Leben leicht nimmt, der auch sehr dynamisch und unternehmungslustig ist und da auch mitreißen kann, ne? Auch sehr motivieren kann in dieser Leichtigkeit. Wenn das eine andere Person ist, dann ist diese Person eben dein Antrieb, dein Motivator auch, ne? Aber natürlich könnte es auch gut sein, dass du darin motiviert bist, diese Energie in dir auszuleben. Und der Prinz der Stäbe ist abenteuerlustig, dynamisch, sucht nach neuen Herausforderungen, nach Spaß, nach Abwechslung. Oft auch sportlich, ne? Vielleicht wirst du auch viel Sport machen in dieser Woche. Oder einfach viel in Bewegung sein. Was denkt der Prinz der Stäbe?
Ich glaube, diesem Prinz der Stäbe tut etwas leid. Die Versöhnung zeigt sich ja hier, ne? Und dieser Mensch meldet sich bei dir. Diesem Menschen tut etwas leid. Ja, dieser Mensch leidet ein bisschen. Hat vielleicht etwas. War vielleicht unfair dir gegenüber. Hat vielleicht etwas getan, was ihm jetzt auf der Seele lastet. Dieser Mensch macht sich Vorwürfe. Und sucht die Kommunikation mit dir. Also du kannst sie womöglich mit einer Entschuldigung rechnen in dieser Woche von diesen Menschen. Es ist zwar hier ein sehr dynamischer Mensch, aber zurzeit scheint dieser Mensch etwas kopflastig zu sein. Könnte auch sein, dass es andere Gründe hat, diese Kopflastigkeit, ne? Dieser Mensch wird sich bei dir melden, wird sich an dich wenden und dir davon erzählen. Jedenfalls ist versuchen, ne? Die Acht der Stäbe sind manchmal leider so, das habe ich ja gesagt, dass es eine oberflächliche Kommunikation ist. Vielleicht, ja, leidet dieser Mensch sehr, kann das aber nicht so leicht zeigen und meldet sich bei dir und ist dann total heiter. So, ach ja, mir geht's super. Ja, könnte sein, ne? Dass es diesem Menschen schwerfällt, über das, was in ihm vorgeht, zu reden. Vielleicht ist es auch bei manchen Menschen, ist es halt auch so, dass es gerade wichtig ist, diese Menschen von dieser Kopflastigkeit einfach nur abzulenken, ne? Und dann löst sich das Problem dann auch auf. Vielleicht ist es tatsächlich nicht notwendig, das alles hier gedanklich in der Kommunikation durchzukauen. Jedenfalls, wenn dieses Problem nur ihn betrifft, ne? Wenn er sich bei dir entschuldigen möchte und sollte auch, wenn er einen Grund hat, dann ist das was anderes, ne? Aber wenn dieser Mensch, ne, kann auch eine weibliche Person sein, ja, in so Gedankenspiralen festhängt und sich dieser Mensch bei dir meldet und einfach sagt, hey, lass uns mal was unternehmen. Dann ist es vielleicht gerade wichtig, diesen Menschen einfach mit etwas Positivem abzulenken, ne? Und nicht diese ganzen Probleme zu besprechen. Weil gerade diese, ja, gerade wenn das eine Feuerperson ist, ne, braucht dieser Mensch einfach Bewegung. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Dieser Mensch kann nicht sitzen und nachdenken. Das macht das Problem einfach nur noch schlimmer. Aber du wirst diesen Menschen ja besser kennen als ich. Also natürlich sind da auch Feuerzeichen, auch alle Menschen einfach auch ein bisschen unterschiedlich. Ich kann nur sagen, dass dieser Mensch gerade an etwas leidet, vielleicht auch Schwierigkeiten hat zu schlafen und ja, an zum Grübeln neigt einfach. Ja, aber ich glaube, es gibt zwischen euch auch Differenzen, Schwierigkeiten. Ob dieser Mensch jetzt wirklich was getan hat, ist es schon ein bisschen wahrscheinlich. Vielleicht ist er auch einfach nur in ein Fettnäpfchen getreten. Gerade Schütze-Menschen, Schütze sehe ich hier, treten ständig in Fettnäpfchen, sind manchmal sehr ungewollt, unsensibel. Und vielleicht ist hier auch so etwas passiert, aber dieser Mensch scheint es auch irgendwie einzusehen. Aber Schütze sind dann manchmal so, dass sie erst handeln und dann darüber nachdenken, ne? Es gibt hier irgendwie schon eine Unzufriedenheit, die du verarbeiten möchtest, kommunizieren möchtest, auch verstehen möchtest. Du selbst siehst aber gerade wirklich wenig Hoffnung, dass sich das zwischen euch bereinigen lässt. Dass auch ein Kompromiss von Erfolg gekrönt wäre. Du bist hier ein bisschen am Zweifeln, ob man das wirklich heilen kann, ob man das wirklich verbessern kann, ob du vielleicht diesen Menschen auch dauerhaft tatsächlich verzeihen kannst, zum Beispiel auch, ne?
Aber ich glaube, du rechnest auch nicht damit, dass dieser Mensch darunter gerade so leidet. Und du rechnest womöglich auch gar nicht damit, dass dieser Mensch auf dich zukommt. Im Moment würde ich sagen, dass du nicht unbedingt stark daran leidest, dass dieser Konflikt zwischen euch besteht. Du hast hier in der Vergangenheit in dieser Energie bereits einen Umgang damit gefunden. Und hast hier irgendwie schon, bist hier auf jeden Fall gut bei dir selber angekommen und bist einfach zufrieden aktuell mit dir selbst, ne? Bist irgendwie bei dir angekommen. Ich sag aber schon, ne? Also ich glaube, du wirst überrascht sein. Ich glaube schon, dass eine Versöhnung zwischen euch möglich ist. Und du von diesen Menschen auch überrascht werden könntest, ne? Was da von diesen Menschen kommt. Aber du musst gar nichts machen, du brauchst gar nichts tun, außer weiter hier deine Ziele verfolgen und deinem Leben eine Richtung geben, in die du zukünftig gehen möchtest. Du hast hier deine eigenen Aufgaben zu lösen, ne? Du bist nicht dass dieser Mensch so leidet, ist sein persönliches Problem, ne? Natürlich, er will sich bei dir entschuldigen, er will den Kontakt zu dir herstellen, und unter Freunden möchte man ja auch füreinander da sein. Aber die sollte bewusst sein, dass dieses Problem nichts mit dir zu tun hat, ne? Also, dass du dieses Problem für dich nicht hast. Ja, auch um dich vielleicht auch ein wenig abzugrenzen, ne? Weil sonst sitzt du womöglich da, lieber Fisch, und machst dir dann wieder ganz viele Gedanken um diesen Menschen. Wenn das jetzt ein Sohn oder eine Tochter von dir ist, ist das natürlich was völlig anderes. Ich meine, was völlig anderes, ne? Aber wenn ihr in einer anderen Beziehung zueinander steht, ist es halt auch was anderes. Wir schauen mal weiter. Schau mal weiter. Du sehnst dich nach mehr Unabhängigkeit. Ja. Ja, der Prinz der Stäbe hat auch etwas Unreifes, ne? Vielleicht ist dir das auch klar, einfach, dass dieser Mensch auch noch einiges zu lernen hat, dass dieser Mensch sich unreif oder kindisch verhalten hat und unabhängig vom Alter auch eine gewisse Zeit braucht, um zu reifen. Deswegen bist du hier auch sehr skeptisch, ne? Ob du wirklich, wie viel, wie du diesen Menschen eigentlich jetzt weiter an dich heranlassen möchtest, inwiefern, ne? Du nämlich selber möchtest hier mehr Unabhängigkeit erfahren. Du möchtest auch mit einem Menschen zu tun haben, der unabhängig ist, der frei ist, der sein Leben genauso gut auf die Reihe bekommt wie du aktuell, der selbstbestimmte freie Entscheidungen treffen kann und einfach ein gutes Urteilsvermögen hat, nicht einfach aus dem Affekt heraus agiert, nicht die Nerven verliert, nicht kopflos ist, sondern irgendwie immer die Situation, in der er sich selber befindet, rational beurteilen kann. Ich denke, du bist bereits so eine Person, möchtest das noch weiterentwickeln. Aber du sehnst dich auch, wenn du jetzt dich aktuell nach einer neuen Partnerschaft sehnst, auch einen Menschen, der so in der Art ist, ne? Vielleicht eine Luftperson, Waage, Wassermann, Zwilling. Vielleicht hast du da auch jemanden schon im Auge. Vielleicht kennst du da bereits auch schon so eine Person. Und dann bedeutet das einfach, dass du diese Person noch näher kennenlernen möchtest oder dass du dieser Person näher sein möchtest. Ja. Oder du stellst dir das, so eine Person einfach als deinen zukünftigen Partner vor. Oder möchtest selber mehr zu so einer Person werden. Und natürlich können all diese Optionen auch parallel zueinander auftreten.
Oh, die Liebe kommt auf dich zu. Die Verbindung? Ja. Die Freiliebe ist es vor allem, ne? Also also es hat nichts, also es ist eine Freiliebe, die auch auf Ebenbürtigkeit beruht und vor allem sich selbst gilt, ne? Ich sehe hier schon, dass du wirklich im Moment sehr stabil bist und dich gestärkt fühlst und dich selbst sehr wertschätzt, dich selbst sehr achtest. Und das ist eine sehr gute Grundvoraussetzung, um wirklich harmonische Beziehungen zu schaffen und langfristig zu festigen. Deine Kommunikation. Fähigkeit ist sehr gestärkt, du bist vernünftig, du lässt Vernunft walten. Das geschriebene Wort könnte hier eine Rolle spielen. Deine Liebe wird auf jeden Fall auch ein neues Kapitel schreiben. Und ja, wie du dieses neue Kapitel anfängst, ja, lieber Fisch, du hast hier ganz viele Optionen und es liegt in deiner Hand, ne? Es ist deine Entscheidung. Vielleicht ist es hier ein wertvoller Hinweis, gewisse Gedanken, gewisse Ziele und Wünsche dir aufzuschreiben und dann wirklich auch so gedanklich zu ordnen. Mit dieser Energie bin ich mir auf jeden Fall sehr sicher, dass du hier eine wunderbare Lösung finden wirst, die dir gerecht wird, die auch eurer Beziehung und diesem Prinzen der Stäbe gerecht wird. Und mit der du halt vorankommen wirst, mit der du wirklich auch Liebe walten lässt, ne? Und diese Freiliebe ist zwar auch oft bedingungslos, aber nicht so, dass man sich selbst dabei, seine eigenen Bedürfnisse dabei vernachlässigt, ne? Sondern dass du hier auch in deinem Interesse auch mitentscheidest, ne? Es zeigt sich hier einfach eine sehr starke Harmonie zwischen dir und deinen Mitmenschen im Allgemeinen. Und diese Energie kommt dir wirklich sehr, sehr zugute und hilft dir dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen, ne? Liebevolle Entscheidungen, Entscheidungen, die aus Liebe getroffen werden, können ja eigentlich gar nicht wirklich falsch sein. Was sagt die Mondenergie zu deiner Situation? Bald geht's hoch her. Das ist der Wagen, ne? Das ist der Wagen. Ja, natürlich ist hier mit den zwei der Kelchen eigentlich auch schon so ein bisschen die Information drin, dass du dich erfolgreich mit dem Prinzen der Stäbe aussöhnst. Aber natürlich liegt das einfach auch in deiner Hand, ne? Eine Versöhnung kann auch eine Trennung bedeuten, ne? Dass man sich ja, einfach versöhnlich voneinander trennt und einvernehmlich beschließt, verschiedene Wege zu gehen, ne? Und so, dass man halt hier in Frieden und in guten Willen, wie man so sagt, auseinandergeht. Es könnte aber auch genau das Gegenteil sein, ne? Es ist deine Entscheidung, tatsächlich, ne? Du hast es hier in der Hand und es ist auf jeden Fall auch echt eine spannende Woche, ne? Also da kommt auch einiges auf dich zu, lieber Fisch. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine wunderschöne Woche mit vielen tollen Erfahrungen. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.